Mein Name ist Josef Siegel, ich führe die Trummer Privatbrauerei in 8. Generation. Wir brauen hier in Obertrum seit 1601 Trummer Biere und sind seit einigen Jahrzehnten spezialisiert auf Pils. Wir lieben Pils und wir haben alles gemacht, um das beste Pils zu produzieren. Wir vergären offen, mit offener Gärung, haben die offene Gärung weiterentwickelt. Wir nehmen nur Naturhopfen und wir geben dem Produkt im Sinne von Slow Brewing mehr Zeit zum Reifen. Da wir auf Pils spezialisiert sind, hat uns Spiegelau gefragt, ob wir gemeinsam mit ihnen ein Craft-Pilsner-Glas entwickeln wollen. Wir haben uns sehr gefreut und waren von der ersten Minute an begeistert. Mein Name ist Axel Kiesbühl, bin der Braumeister der Trummer Privatbrauerei und sehe mich in dieser Funktion fast schon mehr als Koch als Braumeister. Als Gründer des Bierkulturhauses in Obertrum führe ich auch immer wieder Fortbildungen durch im Bierbereich und unter anderem war wieder eine Gruppe von angehenden Diplom-Biersommeliers dabei, die Chance hatten, dann die letzten 5 Gläser zu testen und aus diesen 5 Gläsern die besten Gläser zu wählen. Und danach haben wir dann nochmal in der Brauerei selber in einem internen Kreis dann alle Gläser uns nochmal angeschaut und dann den Favoriten das beste Glas ausgewählt. Das Glas liegt optimal in der Hand. Durch die sehr glatte Oberfläche gibt es einen sehr feinporigen, schönen, fast cremigen Schaum, der sich sehr gut hält. Durch die Verjüngung des Glases kommt es zu einer Aufwirbelung der Aromastoffe und durch das leichte Zusammengehen des Glases halten sich diese Aromen wunderbar im Glas. Das ist wirklich optimal für schöne, hopfenblumige Pilzaromen. Und wenn ich dann trinke, ist es einfach fantastisch, weil dieser feine Rand sich wunderbar an meine Lippen legt und das Bier richtig schön mit einer schönen Geschwindigkeit in den Mund strömt und dadurch eine Spur mehr Vollmundigkeit hineinkommt, aber auch durch diesen spezielle Design des Glases auch eine besondere Erfrischung erfährt. Das sind genau die Attribute, die wir bei dem Pils herausarbeiten wollten und dieses Glas ist daher perfekt für diesen Bierstil geeignet. Es ist spritzig, es ist erfrischend, es schmeckt einfach wunderbar aus diesem Glas.